Guten Morgen, Deutschland. Ich habe mir Strickzeug gekauft. Ja, wie ihr alle wisst, bin ich ein vielseitig interessierter Mensch und probiere gerne Dinge aus. Und die Angucke hier, das ist ein Kanal, der sich mit Stricken und anderen Sachen auch beschäftigt. Den habe ich euch unten verlinkt und den seht ihr auch hier. Die hat mich irgendwie inspiriert, mit ihrem Loopschal oder was das Ding war, ja, mit dem Stricken irgendwie mal anzufangen. Und ich war früher im Nadelarbeiten gar nicht so schlecht in der Schule. Ich war der einzige Junge in einer Klasse von Mädchen. Warum ich da Nadelarbeiten gemacht habe, das könnt ihr euch an 5 Fingern abzählen. Das lag nicht am Nadelarbeiten. Ja, auf jeden Fall war eine schöne Zeit. Und letztlich war ich auch gut oder so, aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat sich dann die Nadelarbeit dann, nachdem ich sozusagen die Klasse oder die Klassenstruktur verlassen habe, dann nicht irgendwie in mein Leben da irgendwie eingebrannt oder dass ich das in irgendeiner Weise weiterverfolgt hätte, sondern ja, ich habe halt nicht irgendwie genäht, gestrickt, gehäkelt oder was auch immer. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, ich habe eigentlich so Bock drauf, ja, Sachen auszuprobieren und so eine. Irgendwie so eine Energie dafür und ja, und da dachte ich, da hole ich mir einfach mal hier so Strickzeug. Hab darauf geachtet, dass halt keine Wolle ist, dass es halt vegan ist und mir ein paar Stricknadeln geholt. Und ja, und da wollte ich einfach sozusagen anfangen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das gemacht habe, nicht nur um das neu auszuprobieren, sondern es hat auch ein bisschen einen tieferen Sinn. Und zwar habe ich ja bei vielen Dingen gemerkt, unter anderem auch bei dem Essen ohne Denken. Das Update, wie viel ich jetzt wiege, kommt übrigens heute noch. Dass es sowas von glückselig ist, wenn man in den Dingen aufgeht, die man tut. Ich habe das bisher immer auf Sachen übertragen, die ich regelmäßig tue, weil ich es dann üben konnte. Aber ich möchte es auch in Dinge, ja, reinbekommen, die ich nicht regelmäßig tue. Das heißt, auch wenn ich einmalig etwas tue, möchte ich in dem aufgehen, was ich tue. Und Stricken zählt nun wirklich überhaupt nicht zu meinem Standard. Ich habe noch nie gestrickt und trotzdem will ich von der ersten Sekunde quasi in dem aufgehen, was ich tue. Und entsprechend war das auch ein Grund, warum ich das Stricken gewählt habe. Ich habe mir auch dann so super weich Kuschelgarn geholt, alles Polyester, dann so eine Bambusnadel, die verbunden ist, und 5 Bambusnadeln, die nicht miteinander verbunden sind. Warum verbunden und nicht verbunden, weiß ich mal, die einen Cookie fragen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt sozusagen dem Stricken verfallen, beziehungsweise ich fange erst mal an, mal sehen, ob das etwas für mich ist. Ich habe relativ dünnen Polyestergarn genommen. Ich glaube, mit dicken lässt sich das besser machen, aber ja, drauf geschissen. Ich habe das jetzt und fange an und wollte euch da sozusagen, ja, darüber informieren. Dann kommen wir tatsächlich dazu, was ist denn passiert? Wieder eine Woche ist um, Essen ohne Denken. Ich sag's immer wieder, es gibt ja immer wieder welche, die neu dazukommen. Die Kurzversion: Ich esse nur noch, und wenn ich esse, dann esse ich nur noch. Also ich esse nur noch, ich esse nur noch. Das ist eigentlich alles. Ich esse nur noch. Ich lese nicht beim Essen, ich denke nicht beim Essen, ich schaue nicht irgendwas an beim Essen und ich versuche mich auch nicht beim Essen zu unterhalten. Und ja, und letztlich mache ich nichts anderes, habe meine Ernährung nicht umgestellt. Und ich habe seit 20 Jahren mit total vielen Sachen probiert und experimentiert und habe auch abgenommen, sehr viel. So, aber niemals, wirklich niemals in der gesamten Zeit, inklusive die Umstellung auf vegane Ernährung, wo ich auch abgenommen habe, aber niemals so einfach. So einfach. Es kostet nichts, es kostet wirklich überhaupt nichts. Ihr müsst eure Ernährung nicht umstellen, gar nichts. Ihr müsst einfach nur essen. Ihr müsst einfach nur essen. Das klingt einfach, aber es ist einfach. Wenn ihr esst, dann esst ihr. So. Und wenn ihr wirklich direkt esst, wenn ihr esst, dann esst ihr nur so lange, wie ihr essen müsst. Und dann esst ihr nicht zu viel. Na? Weil viele von uns, ich möchte nicht wieder in das Thema reingeraten, was ich vor ein paar Tagen schon angesprochen habe, mit diesem Sättigungsgefühl, was einige von uns nicht kennen. Das ist ein tatsächliches Problem. Aber einfach brecht's runter, einfach nur essen. So, und jetzt kommen wir zur aktuellen Zahl. Die aktuelle Zahl ist: Ich wiege 103,5 Kilogramm. Das heißt, ich habe wieder 500 Gramm abgenommen in dieser Woche. Und diese Woche war meiner Meinung nach ja, auch wieder
eigentlich vom Essen her, oh, hab ich auch viel gegessen und nicht gedacht. Und also wirklich, ich habe aber wirklich immer nur gegessen, wenn ich gegessen habe. Ich habe nichts anderes gemacht und habe eigentlich auch relativ für meine Verhältnisse auch manchmal gesündigt oder so. Also bei diesem Streetfood-Markt, da habe ich so frittierte Falafel und Fladenbrot gegessen und danach noch irgendwelchen Couscous mit fettiger Soße und alles mögliche. Aber ich habe halt dann immer wirklich bloß gegessen, wenn ich gegessen habe. Und das ist alles. Das ist wirklich alles. Und ich flehe euch an, probiert das aus. Ob das für euch ist, ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Bei mir ist wahrscheinlich ein großer Faktor gewesen, dass ich das Essen einfach zu sehr mit anderen Dingen kombiniert habe und ja, und das Essen gar nicht als Essen wahrgenommen habe, als Nahrungsaufnahme, sondern so als ja, täglichen Habitus, eben wenn ich YouTube-Videos schaue oder früher Zeitungen oder Bücher lese, dass ich da einfach dabei gegessen habe. Und zwar so lange, bis eben nichts mehr reingegangen ist. Bis es dann sozusagen an der Speiseröhre immer höher wurde und im Mund nichts mehr reingekriegt habe. Und dann den Mund zugelassen habe entsprechend. So, und ja, und das ist das Problem gewesen bei mir. Und wenn ihr denkt und wenn ihr intuitiv spürt, dass es für euch eventuell genauso ist, probiert das aus. Probiert das aus. Es ist wirklich am Anfang eine kleine Ungewöhnung, aber es bringt mir so viel. Und ich, wie gesagt, 103,5 Kilogramm, also das sind jetzt 4 Kilo von 108,5, ach nee, ich bin doof, 5 Kilo innerhalb von 7 Wochen abgenommen. Und ja, also ich bin total glücklich. Also ja, das dazu. Als letztes möchte ich euch noch was sagen. Ich habe ein neues, ja, eine neue Zutat für meinen Smoothie entdeckt, beziehungsweise ein neues Pulver. Und zwar, ja, nein, nicht Bentonit, das war am Sonntag, sondern wir sind ja jetzt schon 2 Tage weiter. Und zwar das Braunhirsemehl. Genau, Braunhirsemehl. Das soll ganz gut sein. Ich habe noch nicht genau rausgekriegt für was. Ich habe mir aber erstmal 5 Kilo bestellt. Und was das genau ist und wofür das genau ist, das werde ich euch natürlich trotzdem recherchieren. Aber ich habe schon mal so angelesen, das klang ganz gut. Und Braunhirsepulver, das wird das nächste sein, was bei mir in den Smoothie reinkommt. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und vielleicht euch irgendwann mal meinen ersten Schal oder meine erste Socke oder was auch immer da ja, präsentieren können, vielleicht auch nicht, vielleicht ist Stricken auch total scheiße und ich kann das nicht und scheiße, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das soll es heute gewesen sein, ich wünsche euch weiter eine wunderschöne Woche, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian, tschüssi.